Ei, gute, grüß euch. Es gibt ein paar Neuigkeiten zum LS25. Wir wussten ja, neben den beiden Reissorten soll Spinat ins Spiel kommen. Aber das war's auch schon. Mehr wussten wir zum Spinat noch nicht. Das hat sich jetzt geändert. Wir haben ein paar schöne Bilder und Informationen bekommen. Schauen wir uns das Ganze doch mal an. So, hier haben wir schon mal ein schönes Übersichtsblatt. Wir können den Spinat von März bis April pflanzen und dann ernten von Juni bis Juli und vom September bis Oktober. Ja, einmal säen, zweimal ernten. Ist das nicht gut? Dann bei der Saat brauchen wir 10 Liter Saatgut pro Hektar, können bei der Ernte etwa 23.100 Liter rausholen und 1.000 Liter für 660 Währung. Hier steht Dollar, bei den meisten, die mir zugucken, wird dann wahrscheinlich Euro dort stehen, weil die meisten wohl in Deutsch spielen. Ja. Dann, ich weiß jetzt nicht, ist das leichte Schwierigkeit oder mittlere? Also auf schwerem Wirtschaftssystem wird es wahrscheinlich definitiv weniger Geld sein, aber ob das jetzt leicht oder mittel ist, keine Ahnung. Ja, dann die Wachstumszeit 3 Monate und ja, wir sehen das hier unten auch schön aufgestellt. Hier in dem Beispiel wurde dann eben im März gesät. Dann sieht im April die Pflanze so aus. Im Mai sieht sie so aus und im Juni sieht es dann so aus. Dann wurde das Ganze geerntet und ja, hier sind so die abgeernteten Pflänzchen, die dann eben nochmal nachwachsen und im September noch ein weiteres Mal geerntet werden können, wenn wir natürlich die zweite Ernte verpassen. Oder auch die erste und die Pflanze verrottet, dann wird sie so aussehen. Das ist aber noch nicht alles. Wir haben noch ein paar mehr Bilder. Hier sehen wir auch noch mal, das Ganze hier ist jetzt quasi die erste Wachstumsphase, also in dem Beispiel vorher eben April. Dann sehen wir hier den Mai, den Juni, Juli, wo das Ganze dann eben geerntet wurde. Dann hier geht es wieder weiter. Und wenn ihr genau hinschaut, die wachsen ein bisschen anders, wenn sie das zweite Mal wachsen. Dann müssen wir dieses Bild quasi vergleichen mit dem Bild. Also die Pflanze an sich ist ein klein bisschen anders. Dargestellt, ist auch im Real Life so, dass es dann oftmals ein bisschen krautiger wohl nachwächst. Und ja, dann sind wir hier in der letzten Phase, können ernten oder das Ganze verdorren lassen. Ja, also muss ich sagen, sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Und ja, hier sehen wir dann auch, womit wir das Ganze ernten können. Da gibt es von Oxbow eine extra Erntemaschine. Die Saat kann wohl mit ganz normaler Saatmaschine gemacht werden. Aber für die Ernte brauchen wir was Spezielles. Ob es dann auch was Kleineres gibt, das wissen wir noch nicht. Hier wurde halt das große Flaggschiff gezeigt. Und ja, ich muss sagen, also der sieht auf jeden Fall auch gar nicht so verkehrt aus. Wir sehen hier auch wieder, wäre natürlich jetzt in Bewegung schön, wie der hier wirklich schön eingezogen wird. Hier oben dann in den, ja, in den Bunker reingeblasen. Und ja, also da bin ich mal gespannt, das Ganze tatsächlich mal richtig in Bewegung zu sehen mit den ganzen Animationen. Das sieht bestimmt mega, mega gut aus. Dann hier der Bunker wird hochgeklappt und dann übergeladen. Kennen wir so ein bisschen ähnlich, ja, wenn ihr mit Zuckerrohr mal gearbeitet habt. Dort waren ja dann solche Anhänger, mit denen man dann eben überladen konnte, hier halt im Harvester direkt integriert. Und wir sehen hier auch neben Oxpo, die wieder dabei ist, Volvo wird auch wieder dabei sein, Krampe ist wieder dabei. Also auch da haben wir schon wieder ein paar weitere Fahrzeuge, die somit bestätigt sind.
So, da sehen wir das auch schön. Hier fällt das Ganze in den Anhänger rein. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Auch hier seht ihr von dem Gebläse, womit das nach hinten geblasen wird, ja, da wird das hier die Luftansaugung sein. Ja, scheint also auch wieder sehr, sehr, sehr detailreich gemacht zu sein. Und ja, hier haben wir Agromach oder wie die Marke genau ausgesprochen wird. Eine Saatmaschine, mit der eben jetzt hier in dem Fall natürlich Spinat angepflanzt wird. Und ja, John Deere ist auch wieder dabei, aber das wussten wir auf der FarmCon schon. Da war ja auch schon ein John Deere zu sehen. So, und hier nochmal von der Seite, wie das Ganze übergeladen wird. Also alles im Allen muss ich schon sagen, wird was sein, was ich sicherlich auch mal anpflanzen werde. Ihr könnt ja mal sagen, ob ihr euch auf Spinat freut oder ob ihr sagt, boah, nee, hätte ich jetzt nicht gebraucht, da wäre die oder die Fruchtsorte viel interessanter gewesen. Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare, würde mich doch sehr interessieren. Und da haben wir das Ganze dann nochmal in Action. Und ja, mehr gab es heute leider nicht. Aber immerhin so ein bisschen was haben wir damit erfahren. Wie gesagt, wir haben ein paar Marken wieder mit drin. Was ich hier wirklich sehr, sehr, sehr interessant finde, ist dieses einmal säen, zweimal ernten. Ansonsten Ertragssteigerung oder Ertragsbonus ist wohl wie bei allen anderen Fruchtsorten auch. Also wenn wir jetzt mal vom 22er ausgehen, war das ja dann eben, dass wir kalken, dass wir düngen zweimal, dass wir natürlich da Unkraut fernhalten, nach der Saat walzen und ja, wie das jetzt hier beim Spinat ist, ob wir da nach der zweiten Ernte dann auch mulchen müssen und ob im 25er generell da vielleicht noch ein paar Schritte dazukommen, da müssen wir uns noch überraschen lassen, aber es wird wohl auf jeden Fall dieselben Schritte sein, die wir bei fast allen anderen Fruchtsorten auch zu machen haben. Also hier keine Extrawurst, nur dass wir es natürlich im Jahr dann zweimal machen, wenn wir zweimal ernten, weil nach der ersten Ernte müssen wir natürlich die Pflanze wieder ordentlich hochpushen. Gut, dann war es das hier an der Stelle soweit gewesen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr den 25er haben wollt und habt noch nicht vorbestellt, schaut mal in die Videobeschreibung, da habe ich ein paar nette Links für euch hinterlegt. Da könnt ihr mich dann auch unterstützen. Und ja, wünsche euch einen schönen restlichen Tag und wir sehen uns gerne beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.